Die Schweizer haben eine Begrenzung des Zuzugs von Ausländern klar abgelehnt. Ein entsprechender Vorstoß der rechtskonservativen SVP scheiterte in einer Volksabstimmung. Nach einer Hochrechnung stimmten 62% der Bürgerinnen und Bürger gegen den Vorschlag der SVP. Zur Abstimmung stand, den Zuzug von Ausländern auch aus der Europäischen Union zu begrenzen. Deshalb war im Wahlkampf von einem Schwexit die Rede, in Anlehnung an den britischen Brexit. Ein Ja zu diesem Vorschlag hätte aber auch weitere Abkommen mit der EU gekippt. Die EU ist aber der wichtigste Handelspartner der Schweiz. Mit rund 60% Zustimmung wurde dagegen von den Schweizern die Einführung eines zweiwöchigen Vaterschaftsurlaubs angenommen. Die Väter sollen in der Zeit 80% ihres Lohns erhalten. Noch unklar ist das Abstimmungsergebnis über das Jagdgesetz. Die Tiere waren einst ausgerottet, sind in der Schweiz aber wieder heimisch geworden. Es gibt heute nach Schätzungen etwa 80 bis 100 Tiere.